In Deutschland gibt es ungefähr 47.000 Schulen. Das ist eine gewaltige Anzahl, wenn man sich dagegen mal die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland anguckt, die sich gerade mal auf 2.000 beschränkt. All diese Schulen können eine riesige Kapazität von Schülern aufnehmen. Aber bei dieser Kapazität von Schülern gibt es auch eine extreme Kapazität von Problemen. Und das größte Problem, das zwischen Schülern und Schülern, aber auch zwischen Schülern und Lehrern auftritt, ist eines der größten, das man nicht einfach so beseitigen kann. Dieses Problem nennt man Respekt. So, was empfinden Sie denn für Respekt? Was glauben Sie, was bedeutet Respekt? Respekt ist für mich, dass ich den anderen so behandle, wie ich selber auch behandelt werden möchte. Das umfasst alles. Ich möchte nicht beschimpft werden, ich möchte nicht gestoßen, geschubst, beleidigt werden, ich möchte nicht ausgelacht werden und irgendwo ausgeschlossen werden. So. Verstehe. Also, was genau bedeutet denn für Sie Respekt? Respekt, finde ich, ist gar nicht so einfach zu definieren, weil das aus verschiedenen Bestandteilen sich zusammensetzt. Also ich würde einmal sagen, dass viel Höflichkeit zu Respekt gehört, dass man den anderen Menschen auf gleicher Augenhöhe wahrnimmt und sieht. Also einfach so Verhaltensweisen, wie dass man Bitte sagt, Danke sagt, dass man den Menschen, seinem Gegenüber, als gleichwertig und als gleichwertig wahrnimmt und den halt auch einfach so behandelt. Als höflicher Umgang mit anderen. Mit anderen. Okay. Was genau bedeutet denn für Sie Respekt? Respekt bedeutet für mich immer das Verhalten, was zu einem Miteinander führt. Das heißt, alles, was dieses Miteinander beeinschränkt, ist für mich respektlos. Was auch immer dieses Miteinander dann bedeutet, ist natürlich Auslegungssache. Für mich bedeutet ein Miteinander, wenn man wertschätzend miteinander umgeht. Und diese Wertschätzung finde ich total wichtig, dass man sich respektvoll behandelt. Okay, also, was genau bedeutet denn für Sie Respekt? Respekt bedeutet für mich, dass man jeden so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, okay, das ist ja jetzt eigentlich alles schön und gut, nur würde ich jetzt sehr gerne wissen, ob Sie schöne Beispiele aus Ihrem Leben als Lehrer haben. Das ist ja wirklich sehr abwechslungsreich. Könnten Sie vielleicht ein sehr gutes und ein schlechtes Erlebnis aus Ihrem Leben zu Respekt sagen? Also, sehr gute Erlebnisse gibt es ganz viele. Das freut mich viel mehr als schlechte. Und eins ist gewesen, so das letzte, was mich sehr bewegt hat, als ich neu an der Schule angefangen habe und mich vorgestellt habe. Ich war total nervös vor 90 Lehrern und vor 1100 Schülern. Und egal, wo ich hingekommen bin, die Leute haben mir zugehört und mich so akzeptiert, wie ich bin. Und Fragen gestellt und Interesse an meiner Person gezeigt. Okay. Das hat mich total gefreut und fand ich sehr respektvoll. Ja. Können Sie vielleicht ein gutes und ein schlechtes Beispiel zu Respekt aus Ihrem Leben nennen? Das hat im Prinzip viel damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Also ein schlechtes Beispiel wären andere Leute, jetzt nicht unbedingt Schüler, das gibt es ja überall, die die vielleicht älteren Menschen in der Bahn keinen Platz haben. Das hatte ich letztens, dass die Bahn halt voll war und aber auch Kinder, so älteren Personen, die sich gerade noch auf den Beinen halten können, jetzt keinen Sitzplatz anbieten oder so. Das finde ich ein negatives Beispiel. Ein gutes Beispiel ist, im Prinzip genau das Gegenteil, wenn man den anderen Menschen zuhört, wenn man einfach höflich ist, jetzt sage ich immer das Gleiche. Ein Beispiel ist, was ist mir letztens passiert? Keine Ahnung, dass Schüler mir die Tür aufgehalten haben und sich noch nach der Stunde irgendwie bedankt haben. Sowas wäre ein positives Beispiel. Okay.
Könnten Sie vielleicht ein gutes und ein schlechtes Beispiel zu Respekt aus Ihrem Leben nennen? Ich habe versucht, ein bisschen länger über die Frage nachzudenken, und das ist eine Frage, die man sich gar nicht so oft stellt und die auch gar nicht so oft jemand mir stellt. Und deswegen finde ich das schwierig, so schnell eine Antwort auf die Frage zu finden mit einem konkreten Beispiel. Ich kann aber versuchen, das so ein bisschen zu umschreiben, und das geht auch zurück über mein Verständnis von Respekt. Ich finde, mit Respekt hat ein Mensch dann gehandelt, wenn er das im Einklang des allgemeinen Verständnisses von Miteinander macht. Und das heißt natürlich auch, dass Miteinander natürlich eine persönliche Wahrnehmung ist. Aber ich glaube, jeder Mensch hat so ein Grundverständnis von, wie man behandelt werden möchte und wie man miteinander umgehen sollte. Und wann immer ein Mensch was dafür tut, dass andere Menschen vielleicht auch mal lächeln oder sich freuen oder dass man sagt, ja, also auch wenn man beschimpft wird, muss ich nicht unbedingt mit einer Gegenbeschimpfung reagieren. Das ist für mich Respekt. Das ist für mich Respekt, wenn jemand sagt, ja, ich begegne dem mit Respekt. Respektlos finde ich es, wenn man das eben nicht macht, sondern wenn man dann vielleicht auch dreist wird, unverschämt wird. Vielleicht ein kurzes Beispiel, wenn wir gerade hier sitzen. Ich bin ja in meinem Stammraum und gerade eben zum Beispiel hat ein Schüler seinen angekauten Apfel auf dem Boden liegen lassen. Und er geht aber hier am Mülleimer vorbei und das finde ich irgendwie ein Stück weit auch respektlos. Und finde ich, könnte das Miteinander in so einer Klassengemeinschaft auch gefährden. Okay. Und was ist das schlechteste Erlebnis mit Respekt aus Ihrem Leben? Also wo gar kein Respekt vorhanden war, rücksichtslos irgendwas gemacht wurde? Ja, ich meine, gibt's immer wieder, ne? Im Kleinen wie im Großen, dass dann manche Leute irgendwas tun oder irgendwas sagen oder irgendwen behandeln, so wie das irgendwie nicht in Ordnung ist. Und also es ist dann mindestens unangemessen. Oder halt respektlos oder mit wenig Respekt behaftet. Konkret kann ich da nichts nennen. Ich meine, jeden Tag sehe ich irgendwie 100 Sachen, wo ich mir denke, so muss nicht sein. Ob das was mit Respekt zu tun hat, weiß ich nicht unbedingt, aber es gibt viele Sachen, die unangemessen sind. Wenn ich Leute an Mülleimern stehen sehe, die das auf die Straße fallen lassen, finde ich nicht in Ordnung. So, da haben wir ein paar Meinungen von diesen vier netten Lehrern gehört. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch mein eigenes Feedback darüber abgeben und ich möchte auch mal so ein paar Beispiele sagen und auch mal selbst behaupten, was für mich Respekt ist. Also in meinen Augen ist Respekt dasselbe wie Vertrauen. Wenn du das Vertrauen von jemandem zerstört hast, dann respektiert er dich auch nicht mehr. Klar, man kann sagen, das hängt so zusammen, aber es ist nicht das Gleiche, aber in meinen Augen ist es schon das Gleiche, weil das eine kommt ohne das andere nicht aus. Und in meinen Augen ist das halt Respekt. Und ein gutes und ein schlechtes Beispiel sind zum Beispiel einfach, wenn man morgens in die Schule oder sonst wohin, zur Arbeit, zu einem Freund, zur Familie oder sonst wohin geht und man wird begrüßt und man wird selbst befragt, wie es einem geht, dann ist das für mich schon quasi das eins mit der schönsten Dinge, die man eigentlich bekommen kann, weil wenn man merkt, man wird akzeptiert, ist das schon für mich super, weil für mich ist die Akzeptanz von Leuten Respekt auch neben dem Vertrauen. Und ein schlechtes Beispiel wäre zum einen komplett das Gegenteil davon, dass man den nicht begrüßt oder dass man sogar selber sehr respektlos gegenüber dem anderen ist. Und ein schlechtes Beispiel ist auch, wenn ich merke, dass in meiner Klasse zum Beispiel ein Freund von mir jetzt nicht direkt gemobbt wird, aber ausgeschlossen wird, dass der Junge, der ausgeschlossen wird, oder das Mädchen, eigentlich total nett ist, einen super tollen Charakter hat, aber einfach ausgeschlossen wird, weil man sie damit provozieren möchte. Das kommt leider jetzt nicht in meiner Klasse, aber ich sehe das so häufig und mich macht das immer wieder traurig, weil man muss einfach bedenken, dass diese Schüler ja eigentlich nichts dafür können und das ist für mich ein schlechtes Beispiel für Respekt. Nun gut, ich bedanke mich, dass ihr euch das angesehen habt. Schaut auf jeden Fall noch bei meinen Kameraden vorbei, bei der Respekt AG. Die können euch mit Sicherheit auch noch Beispiele geben oder ihre eigene Definition von Respekt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüssi!